So, da geht's also weiter. Ja, wir stehen vor der Statue. So ein bisschen habe ich ja das Gefühl, dass es doch irgendwas mit dem Amulett zu tun hat, was ich da habe. Ich weiß nur nicht, wie ich das da anwende. Mit Rechtsklick vielleicht so. Identify. Hä? Was kann ich denn hier machen? Read. Okay, steht da vielleicht irgendwas drauf? An inscription on the locket reads and they prayed before a graven image. Singing Sanctus Cera est Vicera. And the angel appeared before them and their way made clear. Aha. Sanctus Cera. Okay. Mal gucken, ob mir das jetzt irgendwas hilft. Kann ich jetzt zu dir sprechen? Ich kann tatsächlich was tippen. Jetzt bin ich gespannt. Thy heart be of grace. Only the worthy shall enter. Die Tür ist auf. Geil, hier geht's weiter. Oh, das speichere ich aber erstmal ab. Das ist ja... Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Also ich muss schon sagen, manche Dinge im Spiel sind echt schwer rauszukriegen. Diesen Kristall unter Wasser, dieses fitzelige Ding, was du irgendwie kaum siehst. Dann hier, dass man das Amulett lesen muss. Wer kommt denn auf so eine Idee? Das ist ja voll krank. Okay. So, also Spirit Eye zeigt eigentlich nur an, wo was ist. Was aber jetzt auch nicht so sinnlos ist. Und Tomaniac entzündet eine Fackel. Habe ich das jetzt gespeichert? So, Karte wieder an und wir gehen mal weiter und... Hoffentlich kommen wir jetzt hier irgendwann mal wieder raus. Okay. Ich muss mal schnell was zaubern. Vielleicht kann ich das irgendwo hier vorne hin machen. Hoffen, dass noch ein paar mit mir durchlaufen und sich gerade entfangen. Ja, lauft schön da hinten rum. In der Zeit machen wir den Rest. Seid ihr doof? Ja, genau so läuft das. Das gefällt mir. Haha, sehr schön, sehr schön. Ist hier was Spezielles? Okay, dann gehen wir erstmal hier weiter. Ja, genau, da liegen die Gegenstände rum, die fallen ließen. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Okay, noch welche. Ich hoffe, ich kann wieder Flame Drop anwenden. Ja, einer geht. Am besten schön mitnehmen. Bleibst du da? Jawoll! Oh, ich liebe diesen Spruch jetzt schon! Yes!
brennt. Da kommt mir noch eine Idee, falls die diese Runde überleben kann. Mit Standard. Jawohl. Perudor trifft und macht das Ganze klar. So. Muntere Schädel sammeln. Ich hoffe, dass wir da noch Erfahrungspunkte für kriegen. Ich war vorher, als ich diesen Rückweg antreten musste, schon in der Stadt und habe die Schädel abgegeben. Und 50 Erfahrungspunkte hat jeder kassiert. Ich frage mich, ob man das beliebig machen kann. Das wird sich dann ja noch zeigen. Das ist aber weitläufig hier. Ich bleibe immer so dem Motto treu, immer an der Wand lang. Und da stoßen wir auf eine Truhe. Und wir gucken mal, was wir hier in den Fässern noch haben. Da ist nichts. Na? Wie sieht's dann hier aus? Auch nichts. Da scheint auch nichts drin zu sein. Genauso wenig wie hier. Und hier auch nicht. Okay, dann gehen wir zur Truhe und speichern hier mal kurz ab. So, Dille. Und der gute Perudor ist wieder am Start. Moderat sollten wir aufkriegen. Ich hoff's doch. Jawohl, das klappt doch schon immer besser. Was haben wir denn hier? Bag. Gemstone. Und eine Schriftrolle. Perudor zieht sich den Gemstone an Land. So, damit ist die Truhe leer. Ja, wir haben immer noch nichts identifiziert. Ich habe das Gefühl, das wird ein Schweinegeld kosten. Wenn man dann irgendwo mal hergeht in Town und das identifizieren lässt. So, die ersten Angriffswellen haben wir gut überstanden. Achso, speichern wir nochmal kurz ab. Wir haben die Truhe ja geöffnet erfolgreich. Und ich sag mir, lieber einmal zu viel als zu wenig abspeichern. Boah, das lasse ich mal gerade so. Hier drin ist es ja nicht so dunkel, dass man nun gar nichts mehr sieht. As you enter the mausoleum's interior sanctum, the curious scent of fresh earth assails your nostrils, followed by an uneasy twinge of foreboding. Ach, hier schon wieder. Zwei, zunächst. Nein. Doch, komm. Bisschen Feuer gefällig. Schmeckt's! Bevor der nächste auch hat. Ah, schön rein in die Schuhe. So, war doch klug von dir. Einer war so klug, nicht reinzutreten. Der stirbt jetzt hoffentlich durch einen Axtschlag. Na, nicht ganz. Dann stirbt er hoffentlich durch einen Schwerthieb. Also. Musste Emil Standard erstmal nachtreten. Mal sagen, was Drache ist hier. Mal Tachelis. Okay, da geht's raus. Hier gibt's mehrere Türen. Ja, wie gesagt, immer rechts rum, immer an der Wand lang. Okay, die Tür will aber nicht. Na gut, dann geht die erstmal noch zu und wir gehen zum nächsten. Was ist mit dir? Locke, Locke aufzugehen. Kann man die eigentlich einfach mal so einladen? Es ist nicht wie bei Crystal Dragon, wo man Holztüren einschlagen kann, stelle ich fest. Von denen geht auf. Oh,
gefällt es mir nicht dahin. Don't be a fool, you dearly. This one thinks they're here. Noch während der brennt, wirft er sein Messer auf mich. Glaube sagt. Gegrillter Dieb. Lecker. Ja. So mag ich's. Was ist das, was sind für das Feind? Shield. Ist ja nicht so, als ob wir nicht welche hätten. Okay. Gut. Ja, dann. War das alles? War das schon alles? Aha. Pro Schalter eine Tür mit Gegnern wahrscheinlich. Vermutlich. Oder? Oder? Wie gesagt, immer an der Wand lang. Das ist normalerweise das Prinzip, um wieder rauszukommen. Oder um alles gesehen zu haben. Was ist das? Sieht Spirit of Rumphy. Das sieht ja wie böse aus. Ich weiß nicht. Ich gucke mich erstmal hier so zwischendrin um. Ich fürchte, wir dürfen das Viech gleich bekämpfen. Ja, ja. Ich habe so eine böse Vorahnung bei dem. Und deswegen speichern wir das mal ab. Und ich mach's spannend, denn den Kampf, sofern es denn einen gibt, den seht ihr dann in der nächsten Folge. Ciao, bis dann!